Nach Pause, Jennifer Garner und John glücklich wie nie. Es könnte zurzeit wohl nicht besser zwischen Jennifer Garner, 50, und ihrem John Miller laufen. Bereits 2018 hatte das Paar miteinander angebandelt. Kurz bevor die Scheidung der Schauspielerin von Ben Affleck, 50, in trockenen Tüchern war. Obwohl es 2020 zunächst den Anschein machte, als gäbe es keine Zukunft für die beiden, folgte ein Jahr später das Liebes-Comeback. Nun sind Jennifer und John unzertrennlich. Sie haben eine ganz besondere Beziehung, äußert sich eine Quelle gegenüber People und gibt somit einen raren Einblick in das Liebesleben der Turteltauben. Dieses sei nicht immer leicht gewesen, da sie beide Kinder und eine eigene Familie haben. Doch die lange Pause habe ihnen gut getan. Jen ist sehr froh darüber, dass sie wieder zusammen sind, fügt der Insider hinzu. Obwohl es so gut zwischen der 30-über-Nacht-Darstellerin und dem Unternehmer läuft, liegt eine Vermählung angeblich noch in der Ferne, besonders Jennifer wollen nicht vorschnell handeln. Sie hat einfach nach reiflicher Überlegung entschieden, dass sie es nicht eilig hat, vor den Traualtar zu treten und dass sie sich glücklich fühlt, das zu schätzen und zu genießen. Was sie haben, berichtete ein Tippgeber der US Weekly vor knapp einer Woche. Și visul meu nu are limite, no. Zboară peste tot, gândește limpede. Mă îndrumă după cum îmi pun în minte toate gândurile. Să fac totul ca la carte, să rup rândurile. Că poate azi nu, dar mâine sigur nu-i la fel. Trage de mine caracterul meu de fier. Că baie, ploaie, vânt, niciun curcubeu. Dar ce că toate astea-s doar în capul meu. Și zice, du-te, nu mai sta. Tu chiar nu vezi că t-ai întârziat deja. Aruncă-ți toate visele într-o geantă și pleacă. Grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva.